Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Incredible Adventures of Van Helsing, Part 2. Wir haben jetzt unsere erste Aufgabe bekommen und müssen dafür in das nächste Gebiet reisen, was wir jetzt auch sofort machen. Krächzender Wald. Sehr interessanter Name. Hier geht es wieder zurück nach Markovna. Und ja, ich würde mal sagen, das Power-Up-System. Power-Ups sind für alle Klassen verfügbar und werden zur Verstärkung einzelner Angriffe eingesetzt. Sie verwenden Power-Up-Fertigkeiten. Diese sind Erweiterungen von Hauptfertigkeiten und verbrauchen die besondere Ressource Wut. Die Wutleiste ist die gelbe hier in der Mitte. Die habe ich am Anfang echt gar nicht beachtet. Diese gelbe Substanz ist deine Wutressource. Sie wird verwendet, um Power-Up-Fertigkeiten aufzuladen und wird durch das Töten von Feinden aufgeladen. Power-Up-Fertigkeiten. Du kannst Power-Ups aufladen, indem du die zugewiesene Taste drückst, A, S oder D. Sobald sie aufgeladen sind, verstärken Power-Ups den nächsten Angriff in Verbindung mit der übergeordneten Fähigkeit. Weitere Informationen findest du im Tutorial-Abschnitt im Journal. Hatten wir ja hier irgendwo, wo waren das gewesen? Boni, Tagebuch? Ich glaube im Tagebuch, oder? Genau, hier kann man sich das dann alles nochmal nachlesen. Ja. Wieder nur Goldstücke. Wir haben einen neuen Schild gefunden. Plus 14 Gegenstandsverteidigung, plus 2% elementare Schadensreduzierung und 29 Essenzkapazität. Sehr schön. Rüsten wir auch gleich mal aus. Wir haben jetzt hier unten so ein Lager. Hier rechts. Ich will nicht groß spoilern, aber da hinten gibt es eine Quest, die nehme ich erst später an, wenn ich das ganze Gebiet hier gesäubert habe. Wir müssen nämlich da einen Bewohner eskortieren und das macht sich immer ein bisschen blöd, wenn man hier nebenbei noch kämpfen muss, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der fahrende Händler hier verletzt werden kann durch die Gegner, weil wir haben hier teilweise auch echt bissige Viecher. A sacred altar. Maybe we shouldn't go too close. You don't have to worry. You're bound to me. Sacred places only affect wandering ghosts. Schrein der Relikte Bonus erhalt von 10% auf das Finden von magischen Items. Sehr schön. Das kann ich gebrauchen. A gruesome puzzle. Let me see. The wagon was attacked by the soldiers. And werewolves. No, the distribution of the paw prints is all wrong. They just rushed in and out. Did you just say distribution? And this track here? Is deeper. The beast was carrying someone. I'm impressed. As you should be. Right. Let's go find us a werewolf lair. Muss man echt genau hingucken, damit man hier auch die Leichen von den, also die plünderbaren Leichen von den normalen Leichen unterscheiden kann. Okay, Lady Katharina hat auch schon Stufenaufstieg gehabt.
Nahkampf, Fernkampfschaden und Ausweichen oder die Widerstandsfähigkeit gegen alle Angriffe. Ich würde tatsächlich in diesem Spieldurchlauf Katharina gerne als Nahkämpferin bei mir haben. Deshalb werde ich das hier mal steigern. Verhaltensweisungen. Mit dieser Registerkarte erfährt deine Gefährtin, wann Tränke zu verwenden sind und wie sie in Kämpfen hilft. Weitere Infos in den Tooltips. Okay. Nahkampf, gut, das bleibt so. Verhalten, deine Begleiterin wird dein Ziel angreifen. Bei Flächenzaubern wird sie den nächsten Gegner anvisieren, den du mit dem aufladen. Deine Begleiterin wird Gegner schneller angreifen und die schwächsten Kreaturen zuerst ins Visier nehmen. Und Gegner werden sie als letzte angreifen. Tja, soll sie jetzt mit mir zusammen... Ich mach mal Überleben. Deine Begleiterin wird die schwächsten Kreaturen zuerst anvisieren und Gegner werden sie als letzte angreifen. So, was soll sie einsammeln? Gold auf jeden Fall. Ansonsten würde ich mal sagen, gar nichts weiter. Fertigkeiten. Können wir hier schon irgendwas? Körperlose Verteidigung. Anders weltliche Sinne. Eure Begleiterin harmoniert mehr mit den magischen Energien um sie, was eure Chancen erhöht, damit getränkte Gegenstände zu finden. Das ist eine aktive Fähigkeit Nahkampfangriff. Also gehe ich mal davon aus, dass das aktiv ist, wenn sie in dieser Form bei mir ist. Oder obwohl, wir können das ja ganz leicht nachprüfen. Wir haben jetzt Chance auf magische Gegenstände 0%. So, wenn ich jetzt bei ihr das hier steigere. Dann müssten wir jetzt... Ja, 8%. Sehr nice. Okay. Gefällt mir. Gut, dann machen wir mal weiter. Dann ist schon wieder... Ganz schön Zeit totgeschlagen gerade. Ah, sie hat schon wieder einen Stufenaufstieg. Okay. Steigere ich das mal gleich und das hier auch. Ja, leider kann ich die Kameraansicht hier nicht drehen. Zumindest wüsste ich nicht wie. That in mind when you need something extraordinary. So, mein Stufenaufstieg wird auch gleich. Ich habe jetzt 4 Punkte. Das heißt, ich kann meinen Standardangriff noch mal etwas steigern. Moment mal. Okay. Und dann würde ich auch diese Aura wieder etwas erhöhen hier. Tja. Gut. Lassen wir so. I never liked scarecrows. I wish I could make a joke about your childish worries, but the werewolves seem to agree with you. See how they avoid the scarecrow.
Stimmt, die bleiben hier der Vogelscheuche fern. Guck gleich mal, was wir da eingesammelt haben. Keine Sorge. Schrein der Weisheit. Oh, 25% mehr Erfahrungspunkte. Das ist immer gut. Ja, die sind gut. Hier haben wir einen schönen Helm. Trefferpunkte Bonus. Sehr nice. Was ist das hier? Magische Trophäe. Plus 5 Basis physischer Widerstand. Plus 4% auf Eisschaden. Ah, okay, die kommt da oben. Ja, gut. Hier haben wir noch eine Leiche. Die Vogelscheuche glüht ganz komisch. Ominöse Vogelscheuche. Gucke ich mir gleich mal genauer an. Ist wieder nur Gold gewesen. Zahnloser Messias. One less childhood trauma to cope with, right? The best way to fight your demons is to beat them senseless. Hier haben wir das Ausgangsportal, aber ich möchte erstmal gucken, ob ich hier noch Schatzkisten habe. Mal schön alles mitnehmen. Das Gold kann ich auch gut gebrauchen. Da die Gegenstände ja recht teuer waren. So. Katharina hat wieder einen Stufenaufstieg. Das gefällt mir sehr. Ja, okay. So, wir haben jetzt schon plus 15% auf magische Gegenstände. Das... oh, die Vogelscheuche. Abenteuer abgeschlossen. Ich habe die gar nicht so mächtige Vogelscheuche gefunden und wie sich herausstellte, war sie nicht gruselig genug, um mich zu verscheuchen. Ich besiegte sie und das war's. Wir bekommen jetzt hier noch Fertigkeitspunkte. 400 Erfahrungspunkte und ein bisschen Gold. Kann ich... Ja, könnte ich mit ausgeben. Aber... mache ich das dann auf Nahkampf? Ja, oder? Bisschen mehr Schaden diesmal. Der reicht jetzt leider noch nicht, dass ich... Doch, Power-Up. Aber... Das mit den... Ja, mit den Power-Ups, das ist ja wieder... Regeneriert 1% deiner maximalen LP pro Sekunde, wenn deine LP unter 25% sind. Dafür muss die Hauptfähigkeit aber auf Stufe 5 sein. Okay, dann warte ich damit noch so lange, heb mir den Punkt noch auf. Da liegt auch wieder eine plünderbare Leiche.
Boah, das sind aber immer gleich Rudel, die hier kommen. So, das hätten wir jetzt erstmal überstanden. Einmal das und dann mein Standardangriff. Achso, ich habe doch noch was gefunden gehabt hier, ne? Genau. Ein seltener Ledergürtel. Tja. Und wir haben hier noch einen Ring bekommen. Alle Attribute 2. Bedeutet das, ich krieg plus 2 auf alle Attribute? Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Tatsächlich. Okay. Ja, nice. Mein Bonus auf Goldfund muss ja jetzt schon... Ja, 48%. Das ist in Ordnung. So. Die Werwolfhöhle. Da gehe ich jetzt noch nicht rein. Ich erkunde erstmal das Gebiet hier zu Ende. So, ich habe jetzt gerade hier was gelesen mit neuer Bonus. Gespenst. Es kommt die Zeit, wenn ein Untoter lange genug nicht gelebt hat, um den nächsten Schritt in die jenseitige Existenz zu erreichen. Und von da an wird er Gespenst genannt. Plus 10% Basisschaden für Lady Katharina und 10% LP-Regeneration für Lady Katharina. Ja, ich habe aber noch keine Punkte, also wir können hier noch nichts weiter ausgeben. Ein Bernsteinanhänger. Ja, den nehme ich. Ich habe meinen ersten Teleporterpunkt freigeschalten. Das ist cool. Jetzt können wir hier nämlich zwischen dem Dorfplatz und dem krächzenden Wald hin und her teleportieren. Und hier unten haben wir... Ja, es sieht aus wie ein kleines Zigeunerlager. Welcome to the traveling emporium of the Romany Prince. Have you heard this one? No? What do you want to hear? Just tell me, my friend. Believe me, I know your favorite song. Listen. What do you want to hear? Just tell me, my friend. Gaspar, der Roma-Prinz. Good day to you, sir. No greetings for me. Where are your manners? I didn't send you away with a warning sign, did I? Well then. I came on behalf of the village alchemist. I ask you to remove the curse you put on the poor man. But that was a rightful curse. He said we were frauds. In the name of science. It might even be true, but he has suffered enough.
and I need his help. Aye, we could come to an agreement, you know. You and me. What do you want? I have all sorts of strange trophies from all sorts of strange creatures, see? In my traveling cabinet of curiosities, I need the skull of the legendary Snowpelt. Okay, ich helfe euch, ihr helft mir. I help you, you help me. So, hier haben wir noch Safi. Dance with me, handsome stranger. What do you need? Love potions? No, I don't think so. Geheimnisvoller Edelstein. Das ist sehr schade, dass ich hier keinen Händler habe. Aber gut, mein Inventar ist jetzt auch nicht sonderlich voll. Abenteuergegenstände. Da haben wir jetzt die alte Münze, ein Questgegenstand. Ein Relikt aus legendärer Vergangenheit, als Helden und Halbgötter nach Borgovia kamen und Wunder geschahen. Und ein geheimnisvoller Edelstein. Ein Edelstein mit besonderer Form, aber wo könnte er... Ja, wo könnte er passen? Ich glaube, der passt in der Statue im Dorf. Da haben wir dann schon den ersten. Plus 16 auf alle Widerstände. Okay, ich nehme das mal. Weil ich da auch noch einen kleinen Bonus auf Goldfund habe. You really should consider brightening up your home with one of these. Looks like a villager. Poor devil was robbed and hanged. It happened recently. His aura is still glowing faintly. Aren't you going to bury him? We don't have time. Once the forest is safe, I'll tell the villagers he's here. Irgendwo konnte man doch hier durchlaufen, glaube ich. Genau. Ja, jetzt haben wir natürlich noch ein ganzes Stück aufzudecken hier von der Karte, wie ihr sehen könnt. Das Gebiet ist recht groß. Aber wir schaffen das schon.
Lady Katharina hat schon wieder einen Stufenaufstieg. Oh, hier haben wir einen wandernden Geist. Marina will kill me if I'm late. Oh, he's clearly oblivious to his situation. Are you jealous? Nonsense. He is so weak that I could control him with my will. You can control other ghosts? Weak ones, yes. Want me to show you? Mach, dass er uns folgt. Ich weiß vielleicht, wie ich ihm helfen kann. Make him follow us. I think I know how to help him. Helft dem Geist hinüberzutreten. Okay. Warum habe ich jetzt hier eigentlich so viele Questziele? Also bisher habe ich das mit dem... mit dem Geist, glaube ich, immer vergeigt. Weil ich ihn immer da unten zu dem, na, wo dieser gehängte Typ war, da habe ich den immer hingebracht. Aber ich sehe gerade, ich kann ihn hier auch noch an eine alternative Stelle bringen. Und da werde ich mal gucken, was da passiert. I understand. Thank you. When I'm ready to go, will you help me go like that? Will you take me here? If that is your wish. Oh, Van Helsing, you do love me. Come here, you. Don't you even try. Ich habe einen Geist von seiner Pein befreit, damit er Frieden findet. Okay, wir haben ein seltenes Artefakt dafür bekommen. Ja, ein schönes Schwert. Naja, immerhin. Ich will mich jetzt mal nicht beklagen. Da oben ist auch nochmal eine Kiste. Sehr schön. Aber wieder nur Gold drin. Ich hatte ja hier eben auf meinem Weg so eine seltsame Kugel gesehen. Das ist auch so ein Ding, das habe ich, glaube ich, meistens vergeigt gehabt. Genauso wie die Sache mit dem Geist. Ich muss jetzt bloß nochmal gucken, wo die war. Da kommt es drauf an, welche Antworten man gibt. Hier. Namenloser Irrwisch. You took my name. Careful. This creature feels strong. Ich habe euren Namen nicht geraubt. I didn't take your name. You didn't. Nein, aber Katharina weiß es. Ihr nicht? No, but Katharina knows it, don't you? What? I mean, yes. I have your name and I decided to give it back. You are Hearthfire, a creature of warmth. That name feels right. Yes, it is my name. Thank you. Oh, schaut euch mal an, wie der zum Himmel strahlt. Da haben wir wohl die richtige Antwort gewählt. Bis jetzt habe ich immer gegen dieses Vieh kämpfen müssen. Und das war auch nicht gerade angenehm. So, wir haben jetzt einen nicht identifizierten Ring. Rechtsklick zur Identifizierung. Plus 5 Feuerschaden, Bonus plus 5% auf Feuerschaden. Okay, ja, kann man mal machen. Rüste ich auf jeden Fall mit aus. Naria hat einen Eigennamen. Gut, dann werden wir mal weiter die Gegend hier noch erkunden. Wir sind schon wieder leicht spät dran. Ich wollte die Folgen eigentlich immer so bei einer halben Stunde ungefähr halten, aber...
Die habe ich jetzt hier schon wieder erreicht und ja, ihr seht es ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Das möchte ich nicht auf die nächste Episode verschieben. Das heißt, wir werden jetzt in dieser Folge hier noch die Karte komplett aufdecken und werden uns dann in der nächsten Episode an die Quests ranmachen. I heard that high in the mountains, where the snow never melts, the giants live. Sometimes they come down to hunt in this forest. Okay. Überall nur Gold drin und das, obwohl ich schon so einen Bonus auf magische Gegenstände habe, ja. Haben wir schon eine Quest gleich mit erfüllt, den gefährlichen Schneepilz zu jagen. Ein weiterer Stufenaufstieg, sehr schön. Look, a wishing well. They used to throw old coins into the water. So here's an ancient coin. Let's make a wish. Na toll. Ja, so, was steigern wir jetzt? Erstmal hier wieder meine Hauptattribute. 3 Punkte, ja, ich mache mal meine Aura noch weiter. Und wir haben ja noch was gefunden gehabt, hier eine Feder. Alle Widerstände 5. Physischer plus 4% physischer Schaden. Okay. Würde ich das hier gerne ausrüsten. Damit machen wir mehr Schaden, haben aber 18 weniger Schutz, 4 Lebenspunkte weniger. Nee. Dann lasse ich das mal. So, wir haben jetzt hier noch genau das da in der Mitte und dann sind wir hier mit dem Gebiet durch. Sehr schön. Ist hier natürlich ein großer Felsen im Weg. Katharina hat ja auch schon wieder einen Stufenaufstieg. Das habe ich gar nicht mitbekommen hier. So. Jetzt muss ich mal gucken, wenn sie sich jetzt gleich zurückverwandelt, ob das bei 26% bleibt mit der Chance. Ja. Okay, gut.
So, ja, dann würde ich mal sagen, haben wir das Ding jetzt hier komplett erforscht, ne? Wir könnten theoretisch jetzt hier noch die Quest annehmen, aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Ja. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, ihr begleitet mich auch in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.